Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Serie an den Schraubendrehen. In den beiden vorherigen Videos haben wir gesehen, wie sich das arithmetische Mittel verändert, wenn ich die einzelnen Listenwerte verändere. Und auch in diesem Video schauen wir uns ein spezielles Beispiel an, wie wir an den Schrauben drehen können, das heißt also die Listenwerte verändern können. Wir wollen wissen, wie sich das arithmetische Mittel von 20 Zahlen verändert, wenn ich das arithmetische Mittel von jeder Zahl abziehe. Wir gehen wie gewohnt vor und schreiben zunächst das arithmetische Mittel von 20 Zahlen an. Und das sieht dann so aus. Und jetzt ziehen wir von jedem Listeneintrag das arithmetische Mittel ab. Das sieht dann so aus. Ich ziehe von x1 das arithmetische Mittel ab, von x2 bis x20. Jetzt bist du wieder gefragt. Versuche diesen Ausdruck wieder schön zusammenzufassen und zu vereinfachen, um dann ein Muster zu erkennen. Wenn du das gemacht hast, dann wirst du sehen, dass ich insgesamt 20 Mal das arithmetische Mittel abziehe. Das heißt, ich kann das Ganze so anschreiben, ich addiere zunächst alle Listeneinträge und ziehe dann 20 Mal x quer ab. Kann ich bei der Addition und der Subtraktion ganz einfach so anschreiben. Ich habe hier jetzt eine Differenz, ich habe einen gemeinsamen Nenner, nämlich 20. Das heißt, ich kann diese Differenz aufspalten, diesen Bruch aufspalten und erhalte folgende zwei Brüche. Der erste Bruch, das wissen wir aus unserer ersten Zeile, ist nichts anderes als das arithmetische Mittel. Und auch der zweite Bruch, wenn ich ihn kürze, ist auch mein arithmetisches Mittel. Das bedeutet, ich ziehe x quer von x quer ab und erhalte dann 0. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig, auch für die weiteren Videos, wenn wir dann die Varianz und die Standardabweichung behandeln. Wichtig einfach ist, wenn wir noch einmal in die zweite Zeile schauen, dann sehen wir, dass diese rot eingefärbten Summanden nichts anderes als die Abweichungen vom arithmetischen Mittelwert sind. Wir bezeichnen diese Differenz als Abweichung. Und wichtig ist, dass die Summe der Abweichungen vom arithmetischen Mittelwert immer 0 ist. Diese Erkenntnis werden wir dann später in den folgenden Videos wieder brauchen.